Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Es scheint in Deutschland eine neue politische und mediale Agenda zu geben. Zu diesem Fazit muss man kommen, wenn man sich anschaut, was die Medien aktuell berichten. Denn während Armin Laschet und Annalena Baerbock in den Umfragen komplett abgestürzt sind, wird ein Mann auf einmal extrem gelobt und extrem positiv herausgestellt. Olaf Scholz von der SPD. Und dieser Mann, der hat wirklich sehr gute Chancen, Kanzler zu werden. Er liegt aktuell in fast allen Umfragen vorne. Und da muss man sich fragen, wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet dieser Mann uns als Saubermann verkauft wird? Wie kann es eigentlich sein, dass dieser Mann uns als Weber verkauft wird und dass es fast gar keine Kritik an diesem Mann gibt? Denn was der so alles auf dem Kerbholz hat, das hat es wirklich in sich und es gibt regelrechte Enthüllungen, die diesen Mann komplett entlarven. Bleibt unbedingt dran bei diesem brisanten Beitrag. Es scheint fast so, als wäre Olaf Scholz derjenige, der wirklich immun ist gegen jede Art von Kritik. Seid doch mal ehrlich zu euch selbst. Wie viele Videos über Olaf Scholz habt ihr eigentlich schon gesehen? Wie viele kritische Artikel in den Medien habt ihr zu dieser Person schon gesehen? Nein, stattdessen wird er aktuell regelrecht hochgeschrieben und die meisten Medien behaupten wirklich, dieser Mann wäre derjenige, der noch am ehesten Kanzler werden könnte. Und sagen wir es mal so, nachdem Annalena Baerbock wirklich aufgeflogen ist, dass sie eben bei vielen Dingen komplett abgeschrieben hat, dass sie sehr gerne mal wirklich nicht die Wahrheit erzählt und dann natürlich noch die CDU, die einen politischen Scherzartikel namens Armin Laschet aufgestellt hat, da muss man natürlich sagen, klar, irgendwohin müssen die Wähler ja gehen, aber dass sie nun ausgerechnet zur SPD gehen, die ja praktisch die letzten Jahre komplett mitregiert hat und für die ganzen Debakel der letzten Jahre verantwortlich ist, das ist ja wirklich sehr bedenklich und vor allem, das kann man nicht verstehen. Und es liegt an einem einzigen Mann, an Olaf Scholz, denn es wurde geschafft, diesen Menschen medial so zu inszenieren, als wäre er der Heilsbringer schlechthin, als wäre er bürgerlich, als wäre er rational und als hätte er auch keine charakterlichen Verfehlungen. Aber genau diese hat er wirklich sehr viele, muss auch sagen, er hat Pläne für Deutschland, die sind teilweise radikaler als alles, was ihr jemals gesehen habt. Seid gespannt. Olaf Scholz hat eine dunkle Vergangenheit. Und darüber soll am besten keiner sprechen. Zumindest nicht, bevor er zum Kanzler gewählt wurde. So das Kalkül. Aber das scheint nicht aufzugehen, denn die Wirtschaftswoche hat schon neue Enthüllungen rausgebracht zum Thema Cum-Ex. Das war ja einer der größten Steuerskandale, die wir in der Bundesrepublik Deutschland je gesehen haben. Da ging es ja um 47 Millionen Euro, wo mit der Warburg Bank im Betreff waren. Und man kann sagen, Olaf Scholz hat ja bis heute behauptet, er weiß überhaupt nichts davon. Er wisse nicht, was damals gewesen ist. Und das Brisanteste, wo man auch ganz klar sagen muss, Olaf Scholz ist hier nicht glaubwürdig, er verweist immer wieder auf Erinnerungslücken. Also er will von diesem Steuerbetrug der Warburg Bank nichts wissen, Achtung, obwohl er sich nachweislich mit Vertretern getroffen hat, aber er sagt immer wieder, er könne sich nicht erinnern, was da eigentlich passiert ist. Neue Enthüllungen legen aber nahe, dass die Regierung, in der er seinerzeit beteiligt war, sehr wohl Bescheid wusste. Wir lesen hier mal rein in die Wirtschaftswoche. Da heißt es: Darauf deuten zumindest die in ministeriellem Grün gehaltenen handschriftlichen Anmerkungen von Peter Tschentscher, SPD, dem heutigen ersten Bürgermeister der Hansestadt und damaligen Finanzsenator unter Scholz. Das Warburg-Schreiben, das nun auftaucht, ging daraufhin weiter an die Finanzbehörde, die 2016 knapp 47 Millionen Euro aus ungerechtfertigten Steuererstattungen bei Cum-Ex-Geschäften eintreiben wollte und es dann aber nicht tat. Zuvor schon hatte Scholz selbst einen Warburg-Bankier zum selben Thema empfangen. Er beteuert heute jedoch, nie in irgendeiner Form zugunsten von Warburg interveniert zu haben und beruft sich ansonsten auf Erinnerungslücken. Jetzt mal ganz ehrlich, dieser Mann will Kanzler von Deutschland werden, aber sagt ernsthaft, er wisse nicht mehr, was in einem Gespräch genau gesagt wurde. Also wie soll das funktionieren? Passiert euch das auch dauernd? Ihr redet mit irgendjemand und ihr wisst wenig später gar nicht mehr, was da eigentlich gesagt wurde. Sehr glaubwürdig, oder? In seiner Regierungszeit in Hamburg hat Olaf Scholz also schon ordentlich was auf dem Kerbholz. Wir erinnern uns so alle noch an den Bau der sogenannten Elbphilharmonie, der ja auch viel teurer wurde als ursprünglich geplant. Oder wir erinnern uns auch an den G20-Gipfel. Wie könnte man den vergessen? Dafür ist ja auch Scholz verantwortlich. Er hatte die Planung damals als Oberhaupt eben in der Hand gehabt. Er hat es eben absegnen müssen, was alles gemacht wird, wie man das eben macht.
wenn man ein Bundesland regiert. Und der G20-Einsatz ist ja wirklich in die Geschichte eingegangen als einer der größten gescheiterten Einsätze, die es überhaupt gab. Polizisten wurden in Lebensgefahr gebracht. Und das war alles das Werk von Olaf Scholz. Aber heute redet keiner mehr davon. Heute tut man so, als wäre Olaf Scholz ein unbeschriebenes Blatt und der angeblich kompetente Kanzlerkandidat der SPD. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Das will ich auch mal beweisen an dieser Stelle. Es geht hier nicht darum, nur in der Vergangenheit zu wühlen. Schauen wir einfach mal in die Gegenwart. Olaf Scholz war ja jetzt Finanzminister. Also so viel zum Thema frischer Wind. Dieser Mann ist einfach seit 4 Jahren schon in der aktuellen Bundesregierung. Aber alle tun so, als wäre er jetzt der Neustart für Deutschland. Und was hat er gemacht? Er hat ja beim Wirecard-Fall auch wieder gemeint, er habe von nichts gewusst. Und das ist eigentlich nicht glaubwürdig, weil wie gesagt, die BaFin ja auch seinem Ministerium untergeordnet ist. Und Olaf Scholz will mal wieder nichts von dem Betrug gewusst haben, der da eben unter seiner Führung passiert ist. Er hat das Finanzministerium inne gehabt, er hat angeblich nichts gewusst. Und das Ende vom Lied ist ja bekannt, es sind ganz viele Menschen eben geprellt worden. Ganz viele Menschen haben sehr viel Geld verloren, vollkommen unrechtmäßig. Und ein gewisser Jan Masalek macht sich heute ein schönes Leben irgendwo. Aber auch davon will Olaf Scholz nichts mehr wissen. Auch davon will er seinen Wahlkampf natürlich nicht belastet wissen. All diese Enthüllungen über Olaf Scholz, die haben es schon ziemlich in sich. Aber das ist meiner Meinung nach noch nicht einmal der Hauptgrund, warum dieser Mann niemals Kanzler werden sollte. Denn eine schlechte Vergangenheit, das haben viele Politiker. Klar, der Mann hat ganz klar bewiesen, dass man ihm eben nicht glauben kann, dass er sehr oft zu dubiosen Aussagen neigt. Und wie gesagt, seine Glaubwürdigkeit hat eben gelitten, wenn er meint, er weiß viele Dinge einfach nicht. Ich meine, wofür bezahlen wir einen Minister, der angeblich von nichts weiß? Von nichts wissen können viele Menschen. Aber wenn man das zum Beruf hat, dann sollte man so eine Antwort eigentlich nicht geben. Also ist der Verdacht natürlich sehr nahelegend, das muss ich hier auch ganz klar aus journalistischer Einordnung heraus sagen, dass er eben doch etwas weiß, aber die Antwort, ich weiß es nicht, ist eben juristisch die beste Antwort. Das muss man auch ganz klar sagen an dieser Stelle. Wenn man eben vor Gericht sagt, man habe Erinnerungslücken, ist man immer fein raus, dass er das nicht wirklich ernst gemeint haben kann. Da kann sich jeder selber drüber eine Meinung bilden, weil wie gesagt, eines ist Olaf Scholz meiner Meinung nach definitiv nicht. Er ist nicht dumm, also er weiß, wie man sich aus Sachen herauswindet, die man vorher verbockt hat. Und da muss wirklich jeder mal drüber nachdenken, ob so jemand charakterlich geeignet ist. Wir beleuchten jetzt aber noch einen anderen wichtigen Aspekt, nämlich wofür steht Olaf Scholz jetzt? Das ist ja noch viel wichtiger. Was passiert eigentlich, wenn dieser Mann Kanzler von Deutschland wird? Nun, der erste Punkt, das sind massive Steuererhöhungen. Und ist ja auch ganz klar, dieser Mann, der als Finanzminister, wie bewiesen, komplett versagt hat, will also noch mehr Geld für den Staat. Und er fordert wirklich massive Steuererhöhungen. Manchmal soll bis zu jeder zweite Euro dem Staat gehören, wenn es an die Reichen geht. Und jetzt eine Sache. Man tut ja immer gerne gegen die Reichen schießen. Man sagt, die sollen mehr abgeben. Wenn wir da wirklich über Großkonzerne reden, über irgendwelche großen Tech-Konzerne, dann ist es natürlich ein eigenes Thema, wo man sagen kann, klar. Aber bei einem Herr Scholz und generell bei Sozialdemokraten geht es eben sehr oft auch um den Mittelstand. Also zum Beispiel um den mittelständischen Unternehmer, um den Handwerksunternehmer, der einen Handwerksbetrieb hat. Und wenn man dem gravierend die Steuern erhöht, dann kann der sein Unternehmen nicht weiterführen. Und ganz viele andere normale Menschen, normale Bürger, die eben einen Job haben als Handwerker, die verlieren dann zum Beispiel ihren Job. Ja? Das heißt, was Deutschland definitiv nicht braucht, ist eine weitere steuerliche Belastung der Mittelschicht. Wir haben in diesem Land bereits die höchste Steuer- und Abgabenlast der Welt, wirklich der gesamten Welt. Warum also meint Olaf Scholz, die Steuern erhöhen zu müssen? Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses Videos. Nur weil Armin Laschet wirklich ein politischer Scherzartikel ist und nur weil Annalena Baerbock absolut nicht glaubwürdig ist, ist das kein Grund, jetzt SPD zu wählen oder Olaf Scholz zu wählen, weil der ist kein bisschen besser. Das ist genau das gleiche Problem. Man dreht sich praktisch im Kreis und das Problem, was wir hier haben, die Medien gaukeln uns vor. Wir müssten uns zwischen diesen drei Leuten entscheiden. Es werden sogenannte Kanzler-Trielle veranstaltet und ausgestrahlt. Dabei gibt es noch ganz viele andere Parteien. Und das Besondere dieses Jahr ist, man kann mit ungefähr 20% schon die Wahl gewinnen. Deswegen sollte wirklich jeder Mensch dieses Jahr sein Umfeld mobilisieren und wirklich sagen, wir gehen zusammen wählen und wir wählen wirklich eine starke Opposition. Weil die, die regieren wollen, die haben es dieses Jahr wirklich nicht drauf. Das kann man sagen. Wir haben die drei schlechtesten Kandidaten aller Zeiten. Die liefern sich praktisch ein Schneckenrennen rückwärts. Und noch ein paar Beweise gegen Olaf.
Olaf Scholz. Ihr wählt, wenn ihr Olaf Scholz wählt, selbst wenn ihr ihn nach all diesen Fakten, was ja eigentlich kaum sein kann, immer noch sympathisch findet, ihr wählt dann eben immer noch die SPD. Die SPD, die jetzt so viele Jahre an der Regierung war, die die gesamten Corona-Einschränkungen mitgetragen hat. Die SPD, die weitere Massenmigration fordert und wirklich sagt, auch Olaf Scholz übrigens, wir müssen viel mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wie wir das bezahlen sollen, tja, mit Steuererhöhungen, hat er ja auch schon gesagt. Also wer soll das bitte wollen? Und das kann man ewig so weitermachen. Ihr wählt eben auch die SPD mit Ralf Ralle Stegner, diesen tollen, sympathischen Menschen. Ihr wählt Kevin Kühnert, den Sympathieträger. Ihr wählt Saskia Esken, die Frau wirklich mit dem Charisma eines Rasenmähers. Also man muss ganz klar sagen, diese Menschen wählt ihr, wenn ihr Olaf Scholz wählt, wenn ihr SPD wählt. Deswegen meine Bitte, Leute, teilt wirklich dieses Video überall und klärt die Menschen auf, Olaf Scholz ist nicht wählbar und die SPD ist nicht wählbar. Ein kleines Detail sollte man vielleicht auch noch anmerken. Der Mann, der unsere Steuern erhöhen will, der möchte nämlich auch, und das hat er gesagt, Rot-Rot-Grün, beziehungsweise möchte er nicht ausschließen, dass das kommen wird. Und er weigert sich so oft, ich habe schon so viele Interviews gesehen, wo er sich immer wieder weigert, klar, Rot-Rot-Grün auszuschließen. Und wenn man Politikersprech übersetzt, heißt es, Rot-Rot-Grün wird kommen. Weil wenn er es nicht ausschließt, der einzige Grund, dass er nicht sagt, offen, dass es kommen wird, ist, weil er weiß, die Mehrheit der Deutschen will die Linkspartei, die ehemalige SED, die umbenannte SED, nicht in der Regierung. Deswegen sagt er das nicht so offen. Aber dass er das wirklich nicht ausschließt und dass es auch die Mehrheit aktuellen Umfragen für Rot-Rot-Grün gibt. Das zeigt ganz klar, Olaf Scholz spekuliert sogar auf eine Linkswende in diesem Land. Und wer möchte eine Linkswende? Nun, jemand, der meistens vom Sozialismus selbst nicht betroffen ist. Und warum das so ist? Olaf Scholz wurde gefragt, was ist denn eigentlich gerade der Benzinpreis in Deutschland? Er sagt, er würde das nicht wissen. Tja, warum? Weil er selbst gar nicht tanken würde. Also jemand, der praktisch jemanden hat, der für ihn tanken geht, der stellt sich hier da als bürgernah Kanzlerkandidat, der wirklich einer von uns wäre, der ein Sozialdemokrat der Arbeiterpartei wäre. Also ganz ehrlich, das ist schon wirklich Fremdschämen pur. Deswegen nochmal, danke an alle, die dieses Video teilen. Deutschland ist wirklich gefährdet, ganz stark nach links zu driften, ins Totalitäre. Also weitere totalitäre Freiheitseinschränkungen, totalitäre Corona-Einschränkungen, wahrscheinlich auch totalitäre Klimaeinschränkungen. Und ich sage es ganz offen, das Ganze ist wirklich sehr, sehr niederschlagend. Das merke ich auch selber. Und ich merke auch ganz klar, wie aggressiv die Ideologie ist, die wirklich hinter Menschen steht, die der SPD nahestehen. Weil die SPD, die gibt es hier immer als moderate Mitte-Links-Partei. Aber die Menschen, die wirklich hinter dieser Partei stehen, das sind wirklich ganz üble Leute. Ich sag mal ein Beispiel, der Personaler, ja, der damals dafür gesorgt hat, dass ich meinen Job im öffentlichen Dienst verloren hat, weil er meinte, meine politische Meinung, die hätte nichts verloren bei ihnen, das war ja die Aussage damals, das war einer von der SPD und meiner Meinung nach war dieser Mann eigentlich radikaler sogar als die Linkspartei selbst. Also so viel dazu, so viel zu meinen persönlichen Erfahrungen mit der SPD. Ich sage auch ganz klar, mich motiviert diese jetzige Sachlage wirklich noch weiter aufzuklären, weil ich sage, es war nie nötiger als jetzt, wirklich für die Menschen, die gar nicht mehr wissen, wohin, die mit dieser politischen Lage gar nichts mehr anfangen können, für die Menschen wirklich noch was auszusenden, auch zu sagen, wir sind doch ganz schön viele, die auch noch anders denken. Das finde ich wirklich sehr wichtig. Deswegen danke an euch alle, die immer hinter mir stehen und danke auch an jeden Einzelnen, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch hier im Video ein und sie ist auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt und wirklich ein aufrichtiges Danke an jeden, der meine Arbeit unterstützt. Ohne eure freiwillige finanzielle Förderung gäbe es diesen Kanal so in dieser Form gar nicht. Danke an euch alle. Abonniert gerne jetzt noch kostenlos diesen Kanal und abonniert auch die Glocke. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online bringe. Ich freue mich auf euch, Leute. Ciao.